alarmiert worden, bin ich durch den Hausbesitzer und auf dem Weg ins Feuerwehrhaus habe ich natürlich die Rauchsäule schon gesehen, habe Alarmstufe 2 gegeben und wie ich herum war und das Brandobjekt hier gesehen habe, haben wir Alarmstufe 3 erhöht. Somit haben wir mittlerweile 18 Feuerwehren mit ca. 200 Feuerwehrmännern im Einsatz. Also die Lageerkundung hat für mich Folgendes ergeben am Anfang. Die zwei Töchter des Hausbesitzers waren, eine war vermisst, eine Tochter des Hausbesitzers, das war für mich Atemschutz, Personenrettung an erster Stelle. An zweiter Stelle haben wir gehabt Tierrettung, weil auf dem Haus sind insgesamt über 100 Stücke Rindviecher da. Die haben wir mittlerweile auch mit Wasser versorgt und die sind jetzt sicher auf der Weide. Also im Prinzip noch der Personenrettung und noch der Tierversorgung war dann die Erhaltung des Wohngebäudes. Für mich an erster Stelle.